Absolut zufrieden. Zwei gleichwertige Teams haben sich hier gegenübergestanden, was auch das Spielergebnis zeigt. Zwei Teams, die sich hier egalisiert haben. Wir haben uns natürlich mehr erhofft, aber ich bin doch zufrieden mit dem Ergebnis. Jetzt heißt es vorwärts gucken. Wir schließen die Hinrunde auf dem dritten Platz ab. Und nächste Woche geht's, oder in drei Wochen geht's ins erste Spiel der Rückrunde am 30.11. hier auf heimischem Platz. Und da wollen wir natürlich viele Fans haben, die uns dann nochmal siegen sehen. Und dann machen wir weiter.